Hallo und herzlich willkommen zurück zum gechilltesten Dinner Lady Blackberry Crumble Tester, Freunde. Warme britische Brombeere unter einer knusprigen Schicht Butterstreusel. Was soll ich sagen? So, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie dieses Britain. Hallo, mein Name ist Britain. Und was soll ich sagen, Freunde? So, ich bin gespannt, wie dieses Blackberry Crumble schmeckt, ne? Vor allem so diese britische Brombeere. Great Britain und so, Freunde. Ja, was soll ich sagen? Unter einer knusprigen Schicht Butterstreusel. Ich bin echt gespannt. Brombeere ist halt, was heißt nicht mein Fall, ich finde es gut gemacht, es ist Brombeere eigentlich echt nice. Ich würde sagen, gar nicht lange schnacken, zack, Kopf in den Nacken, wir dampfen das ganze Ding mal und dann weiß ich mehr, weil Blackberry Crumble habe ich bis jetzt noch einmal angetestet, hab's noch gar nicht probiert. In letzter Zeit mache ich das relativ oft, dass wenn ich irgendwas bestelle oder kriege oder wie auch immer oder auf der Straße finde, weil alles findet sich auf der Straße, ne? Oder wird alles in Tonnen mit LKWs hier ankommt, ne? So wie die manchen Leute hier denken, so von euch. Sehr intelligent und deswegen. Spaß beiseite, ein bisschen Späßchen muss sein, das müsst ihr ja auch verstehen, ne? Aber wie gesagt, ich probiere das Ganze mal, weil ich habe es echt einmal probiert und dann ist es mir irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Wie das halt so ist. Dann steht es da rum und dann denkt man sich so, oh, da war ja noch was, ne? Lass mal weiter dampfen. Holy. Geil. Ohne Scheiß. Finde ich jetzt sogar, ohne Witz, hätte ich nicht gedacht, aber ich finde dieses Blackberry Crumble gerade irgendwie geiler wie Orange Tart. Ohne Scheiß. Durch die Butterstreusel, die machen so einen verdammt geil cremigen Geschmack dazu irgendwie. Ich weiß nicht, ob da auch ein Touch Cola da drin ist. Es fühlt sich gerade so ein bisschen kalt an. Bin ich mal jetzt nicht 100% sicher. Aber diese Butterstreusel machen so einen verdammt coolen cremigen Geschmack. Finde ich jetzt gerade irgendwie so ein bisschen abgefahren. Und ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, was britische Brombeeren sind. Ne? Ob die aus Britain irgendwie ein bisschen geiler sind. Keine Ahnung, sei dahingestellt. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir gerne in die Kommis. Ne? Was so außergewöhnlich an britischen Brombeeren ist, würde mich definitiv interessieren, weil ich habe darauf keinen Bock, sowas zu googeln. Bin ich auch ehrlich. Interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich lese einfach nur Brombeer und ich weiß, wie Brombeeren schmecken und deswegen weiß ich nicht, wie britische Brombeeren dann nachher anders schmecken sollen. Wo zur Hölle kriegt man überhaupt britische Brombeeren? Jetzt mal ohne Scheiß. Das interessiert mich gerade. Aber ich finde es lecker. Wahnsinn. Ohne Scheiß. Also Favoritenliste bei mir aktuell definitiv Blackberry Crumble, Orange Tart und dann kommt das Apple Pie, weil, ja, Apple Pie ist für mich nichts Neues. Deswegen So True kommt definitiv an letzten Platz für mich. Daran merkt ihr das halt auch immer so, weil ich bin da wirklich knallhart. Mich interessiert das auch nicht, ob dann jemand nachher schreibt so, wieso sagst du, dass das nicht so gut ist? Ja, weil es halt so ist. Das heißt, ich habe ja niemals gesagt, dass es nicht gut ist. Ich habe gesagt, es schmeckt, es ist toll, aber es ist keine neue Erfindung. Ich bin ja immer wieder auf der Suche nach neuen Geschmäckern, außergewöhnlichen Geschmäckern, schieren Geschmäckern, was man gar nicht so kennt irgendwie. So wie zum Beispiel Devil's Juice, der hat so ein Maisbrötchen gemacht. Das ist ohne Scheiß, Freunde, ihr probiert's einfach mal. Riecht bitte nicht dran, es riecht abgrundtief scheiße, aber probiert's. Es ist ganz, ganz außergewöhnlich, so ein Maisbrötchen zu dampfen. Aber egal, zurückzukommen, Blackberry Crumble, ganz, ganz toller Brombeergeschmack. Und durch diese Butterstreusel, verdammte Scheiße, das wird so geil. Ohne Scheiß, ihr merkt es immer wieder, wenn ich so ein bisschen euphorisiert bin, Freunde. Ich muss mir das Freunde abgewöhnen. Es geht mir auf den Sack. Warum sage ich immer Freunde? Es nervt. Wirklich, es nervt wirklich. Es nervt mich selber. Schreibt mal in die Kommis, ob euch das Freunde auch so auffällt oder nervt. Ohne Scheiß, ich muss mir abgewöhnen. Es geht mir auf den Sack. Wie gesagt, probiert's. Ohne Scheiß, ich kann euch das wirklich wärmstens ans Herz legen. Wenn ihr auf Brombeer steht, irgendwie auf Butterstreusel oder sonst irgendwas, probiert's ohne Scheiß aus. Für mich die Nummer 1 bei den 3 neuen Dinner Lady Liquids. In dem Sinne, Freunde, wir sind schon wieder am Ende angekommen. Ich könnte jetzt eigentlich noch stundenlang über irgendeine Kacke labern. Hätte ich auch gerade irgendwie Bock drauf. Ich wüsste aber auch gerade ehrlich gesagt nicht um was. Boah, außerdem, dass ich so geile, süße Battery Raps habe mit irgendeinem gottverdammten Scheiß-Pokémon. In dem Sinne, Freunde, stay true, join the Website of Life. Und wenn euch das hier gefallen hat, ihr kennt das, lasst mir lieben gerne ein Like oder ein Abo da. Irgendwie wiederholt sich das in jedem Video. Bis zum nächsten Mal.
trying.